in a rocket. Rocket. In the mock-up. Yeah. You see the rocket content changed to beer. Yes. And here we have the new Faustino. Yeah. Yes, the good. The yes. Good is very beautiful. Yes, absolutely. Could you please tell me some details? A little bit. The new technology, yes. The patent of Macup. Yes. The new display. Yes. Where you can put three types of dose and one continuous. Yeah. And the other things is the hands-free. Yeah. Totally different the old. Okay, brand. Hands-free is cool. Okay. And the other point is the new adjustment system. Nice. Yeah. Okay. And you can do the 0 point. Yeah. Okay. It's important. The 0 point. Yeah. The color, the colors are black, total chrome, and two versions at the beginning or at the beginning of January in copper and white, the same apartment, the same style apartment. Cool. Super cool. Cool. Hey, nice outfit, thank Alex. You very much. Yeah. Bye. Das gefällt mir. Ja, huh? Aber schau, okay. Wenn du das nächste Mal kommst, würden wir uns freuen. Cool. Ein Espresso. Bingo. Ja, klar, nee. Danke. Ein Weißbier. Also. So. Zip. Aha, yeah. No. Food Corner. Friedrich, did you see the new model here? Already? Super, huh? Bitte. Das ist ja cool, das ist ja cool. Special, a gray color. I think that's more for the Dubai market. I'm not sure, or Indian market maybe, but here. Super crazy model. I think that's for Amsterdam coffee shop. Pim, guck mal von hinten. Super geil, wow. Yeah, in my opinion, that's the coffee shop model, okay. And here the red, nice. Is this a bicycle master or? No, but we need to look at Rafa. Rafa. Also a special model Rafa, I will find out, okay? Jetzt sind wir hier mitten in der in Milano Südbronx Area, hier Naviglio. Richtig, Via Tortona. Und, ist das jetzt hier der neue Showroom, nur während der Messe oder ja, auch? Nur während der Messe, ein Pop-Showroom für 5 Tage, offen von 9 Uhr bis 18 Uhr geil. Und heute Abend geil. Nur für uns. Ja, das ist richtig geil, richtig geil. Jetzt erstmal Prost, Salute, zum Wohl. Geil, guck mal kurz rein. Ja. Und dann darfst du wieder raus. Ja, danke. Ja, das, du bist hier. Wow, schaut schon geil aus. Wow. Wieso seid ihr jetzt nicht auf der Host? Ja, die Idee war folgendes, weil leider für diese Covid-Geschichte, wir haben viel weniger Kunde gewartet. Ja. Von Asien, Nordamerika, Südamerika. So haben wir gedacht, okay, machen wir eine dedicated Pop-Up, wo wir können ein bisschen besser uns unterhalten. Okay. Und ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, das war, wir haben diese Nächte geplant, yeah. Ein bisschen Show. Das Grund, ja. Und auf die Messe, klar, haben wir uns heute gesehen. Ja, hey. Cool. Aber ja, jetzt ist es klar, genau. Was ich dich noch fragen wollte, dieses Sondermodell Rafa, das ist ja dieser Fahrradbegleiter. Ja, richtig. Mit den Fahrradklamotten und dieses S.B. Was ist das? So, das wird Anfang nächstes Jahr, ist eine kleine Überraschung. Es wird eine Serie Bianca sein, aber wir können das sagen. Serie Bianca, okay. Die Serie Bianca wird eine Limited Edition sein. Ja.
Anfang nächstes Jahr. Ah, weil die Rückseite gefällt mir super gut. Ich dachte, das wäre so ideal für so Coffee Shop in Amsterdam. Ja. Für, mit dem Oranje, ja, weißt ja. du? Ja, ja, ja. Okay. Weil das ist so prägnant. Ja. Im ersten ja. Moment dachte ja. ich, ja, was ja. ist das? Aber ist wirklich geil, ist wirklich Danke. Geil. Wow. Ja, ja. Serie Bianca, okay, ja. jetzt wissen wir das. Hey, cool. Wow, gut. super, Hammer, ja. Ja, super, gut. Also mir gefällt es hier sehr gut. Danke. Finito. So I found out what Rafa is. Rafa produces clothes for the Bicycle Masters, okay? So it's a quite famous or the biggest brand. And they just produced 100 pieces and they sell themselves exclusively, okay? 100 pieces, Rafa, okay? So every bicycle driver knows it. I'm only motorcycle man and a Daimler Demenz man and Maserati man, so I don't know about this. But now I know, okay? Looks cool. For me, the favorite one is this one, the coffee shop edition, okay? I also don't know what SB means, but yeah, it looks a little bit fancy. It's not everybody's taste, but it's yeah, special. It's a real eye catcher. Okay, so this one is yeah, maybe for the Netherlands. Okay, Oranje. So I had the idea Netherlands coffee shop could be cool. And here, of course, it's a Cinquantotto in a gray Pantone style and the golden color on top, of course. You have to like it, but yeah,